So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamland Valley. In der letzten Folge haben wir das Dreamland Prisma zum guten Olaf gebracht, beziehungsweise in die geheime Kammer und dürfen noch die fehlenden Edelsteine auf die Säulen anbringen. Und ich muss sagen, ich habe ein kleines bisschen geschlunzt. Und wir müssen hier den Smaragd. Genau. Also, dass Eric das so stand, war schon. Ja, ne, Main Character halt. Flüstere dem flackernden Portal in der geheimen Kammer eine deiner tiefsten Ängste zu. Schlangen. Damit dieses Portal stabil bleibt, muss ich ihm meine größte Angst anvertrauen. Clowns. Ja, ich hasse Clowns. Ich finde Clowns so unlustig. Also. Der Clown von McDonald's damals, den fand ich auch ein bisschen gruselig. Andere Kinder haben gefühlt sich gerne mit ihm abgeglichen. Ich fand das damals komplett suspekt. Und dann gibt es ja noch den Horrorfilm oder die Horrorfilme S1 und S2. Ja, und die haben meine, in Anführungszeichen, Angst gegenüber Clowns nur bestärkt. Deswegen sind es Clowns. Besonders nachts, die große rote Nase, das gruselige Lachen, die roten Haare. Sie sind erschreckend. Hey, etwas passiert mit dem Portal. Ich glaube, die Magie beginnt zu wirken. Yay, wir haben damit die Kugel. Nur kurz für euch als Info, wenn ich doch mal nicht lange sprechen sollte, sondern einfach nur rumrennen. Dickes Sachen, dass ich meine Nase schnauben, putzen muss. Weil, oh, Eric. Oh, das ist schon... Guck mal, wie ich ihn angucke, total verliebt. Wie er mich anguckt. Da wollen wir noch lieber Ariel im Wasser lassen. Wenn die hier ihre Füße auf die Erde setzt, guck mal, dann guckt mich der Eric nicht mehr so verliebt an. Ja, Entschuldigung. Olafs Arme und eine Kugel. Oh, gut. Du hast sie gefunden, du hast meine Arme gefunden. Komm her, Ärmchen, lass mich dich anstecken. Ja. Oh, das ist viel besser, ich fühle mich so angesteckt. Verstehst du, weil meine Stockarme eingesteckt sind? Das ist witzig. Ich dachte, das würde dir gefallen. Ich habe nicht nur deine Arme, sondern auch die Kugel gefunden. Es gibt nur ein Problem, sie scheint kaputt zu sein. Nein, was ist damit nicht in Ordnung? Lass dich im Inneren zerloschen. Die Magie ist einfach weg. Ich glaube nicht, dass es ausreichen wird, um die Säule zu reparieren und den Schneesturm zu stoppen. Oh, es tut mir leid, Puffin. Ich wünschte, ich wüsste, wie man sie repariert. Es muss einen Weg geben. Ich muss nur hinter das Geheimnis kommen. Vielleicht gibt es ein Buch in Mernims Bibliothek oder eine andere Erinnerung irgendwo oder. Ich weiß vielleicht nicht, wie man die Kugel repariert, aber ich weiß etwas, das alles besser machen kann. Eine Umarmung! Jetzt, da ich meine Arme wieder habe, kann ich eine geben. Oh. 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 Du bist so süß. Danke, Olaf. Ich fühle mich um einiges besser. Ja, Umarmungen sind am besten. Moment mal. Die Kugel hat angefangen zu leuchten, als du mich umarmt hast. Merlin sagt, er wisse nicht, welche Tugend dich so in den eisigen Höhlen antreibt. Aber jetzt weiß ich es. Es muss eine Umarmung sein. Na dran, aber nicht ganz. Es ist Liebe, Olaf. Eine einfache Akt der Liebe hat die Kugel repariert. Oh, dann wusste ich anscheinend doch, wie man die Kugel repariert. Heißt das, dass wir den Tag gerettet haben? Passt aber nicht ganz. Ich muss diese Kugel noch zurück in die Säule stecken. Los geht's. Ach, der ist so niedlich. Ich hätte auch ganz so einen kleinen Freund. Da wäre ich wirklich glücklicher in meinem Leben. So traurig, wie es klingt. Interagieren. Oh, guck mal. Sternzeichen. Wunderschön. So kenne ich das gar nicht. Und das war der Schneesturm. Das war doch ganz normaler Winter. Ich brauche ein neues Taschentuch. So. Achso, in der Geheimkammer. Du kannst jetzt rauskommen, Olaf. Ich baue dir auch ein Haus. Oder ein Schnee-Iglu. Hallo. Wow,
Hafen, du hast meine fehlenden Teile gefunden und den Schneesturm aufgehalten. Du bist sehr begabt. Es bleibt mir noch viele Fragen offen. Was hat es zum Beispiel mit der geheimen Kammer auf sich? Was hat es Vergessenerin gemacht? Mach dir keine Sorgen, Hafen. Ich weiß, du wirst es herausfinden. Du bist praktisch diejenige, die alles im Dorf herausfindet. Ich werde hier sein, wenn du eine Ahnung oder weiße Worte von einem Schneemann brauchst. Aber Fafner ist als ein Alter. Aber jetzt werde ich erst einmal sehen, was sich im Dorf verändert hat, während ich beim Versteckspiel gewonnen habe. Ich glaube, es wird dir gefallen, Olaf. Es gibt viele neue lustige Fakten zu lernen. Es gibt viele neue doofe Bohnen, mit denen du dich anfreunden kannst. Ja, es gibt viele Tiere, mit denen man Spiele spielen kann. Das ist ja wunderbar. Allerdings hoffe ich, dass die Spiele mögen, die nicht Klaue Olafs Nase sind. Ich habe meine Nase gerade zurückbekommen und würde sie gerne noch einmal behalten. Danke, dass du mich gefunden hast, Puffe. Du bist der beste Sucher, den hier im Versteckter haben kann. Ach ja, noch etwas. Hab dich, du bist dran. Oh, möchtest du mit mir was unternehmen? Ja, natürlich, Olaf. Das ist mir ein Schneemann mal wirklich Gartenarbeit. Oder sammeln? Nee, komm, Gartenarbeit, Olaf. Oder nee, wir machen lieber... Komm, wir sammeln lieber. Ja! Ja! Na? Entschuldigung. Hallo, Puffin, ich wollte dich gerade suchen. Ich bin froh, wieder im Dorf zu sein, aber seltsamerweise fühlt es sich nicht richtig an. Es ist, als ob etwas fehlen würde. Ich weiß auch nicht, was. Du bist älter und daher allwissend. Kannst du mir helfen, es herauszufinden? Ich werde versuchen zu helfen. Erzähl mir mehr. Früher war dieser Ort voller Freude, Freundschaft und warme Umarmungen. Aber einige der Dorfbewohner scheinen überhaupt nicht glücklich zu sein. Wie zum Beispiel der mürrische Löwe, die da in den Spiegel schaut. Ja, die ist halt einfach unzufrieden mit ihrem Gesicht. Deswegen ist sie unglücklich. Oh. Oh. Ich frage mich immer wieder, wie sich meine... Oh, warte, Moment. Ah. Wie sich mein Kabel meiner... Wie heißt denn das? Meines Headsets in meine Stuhlrolle verfangen kann. Das ist für mich ein Rätsel. Jedes Mal das Gleiche. Und dann wuscheln die sich aber durch alle vier Stuhlrollen. Ja, aber die Grusel ist natürlich total unglücklich, weil sie halt so aussieht, wie sie aussieht. Ein mürrischer Löwe, eine Dame, die jemand in den Spiegel schaut. Oh, du meinst sicher Star und Mutter Krotel. Man kann nicht jeden glücklich machen. Ich meine, unser mürrisches Miezekästchen will ich schon gerne glücklich machen, aber nicht diese dumme Schabracke. Sie sind machthungrig. Vielleicht, wenn sie glücklich wären, wäre es viel andere. Was? Wenn sie glücklich wären, wären es viele andere im Dorf nicht. Das stimmt. Wow, du meinst also, dass einige Vorstellungen von Glück im Widerspruch zu anderen stehen und es praktisch unmöglich ist, das Glück aller zu maximieren? Ui, das ist ein sehr erwachsener Gedanke. Lass es uns simpel halten. Was hast du bisher versucht, um Ska und Mutter Krotel glücklich zu machen? Ich habe versucht, Ska zu umarmen. Schwierig. Aber mein Dauerfrost ist an seinem Fell festgeklebt und es gefiel ihm gar nicht. Dann habe ich versucht, Mutter Krotel einige faszinierende Dinge zu erzählen. Was zum Beispiel? Ich habe ihr erzählt, dass der durchschnittliche Mensch 22.000 Mal am Tag ein- und ausatmet. Sie schien davon nicht beeindruckt zu sein. Sie ist auch kein Mensch, sondern Monster. Vielleicht könnten wir versuchen, ihnen ein paar Geschenke zu machen. Das heilt immer alle auf. Ja, außer mich, weil ich muss die Geschenke besorgen. Was für eine unglaubliche Idee. Ich wusste, du könntest mir helfen, Puffin. Oh, das habe ich gar... Egal, das war meine Idee. Du hast natürlich Weisheit, die mit der Reife kommt. Ich weiß genau, was ich ihnen schenken kann. Fangen wir mit ein paar Blumen an. Einige rote Bromelien, blaue Passionslinien und weiße Passionslinien würden einen exquisiten Strauß ergeben. Natürlich brauchen wir auch etwas Lachs. Lachs? Warum? Vertrau mir einfach, Puffin. Alles zusammen wird ein wunderbares Geschenk ergeben. Warum gehst du nicht alles suchen, während ich mir überlege, was ich auf die Karte schreiben soll? Lieber Ska, als nächstes liebe Mutter Krotel. Nein, an meine hochgeschätzten Mitbewohner. Ich schwör's euch, das war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben. Sorry, Erik, ja, ja. Aber nun wurdest du vom Olaf abgelöst. Ja, okay. Wir bauen jetzt mal das kurz ab, Olaf. Wir müssen Lachs fangen, ne? Oh. Ein Glück, gewiss hier Lachs. Wenn ich hier keinen Lachs jetzt irgendwie fangen würde, dann beiße ich wirklich... Oh, blau. Das könnte eine Krabbe sein. Ah, ja, Olaf, es ist hier Anfängerfehler. Oh.
Yay, roter Seetang. Woo! Nein, wenn das jetzt keine Krabbe ist, ich fresse einen Besen. Doch schreck jetzt bloß die Fische nicht, Erik. Ah, ich habe endlich eine fucking Krabbe. Ey, ich weine gleich. Meine Nase weint auch gleich mit. Einmal einen Lachs fangen und ich puss mal kurz bei der Nase. Heißt ja eigentlich, wenn die Nase so läuft, sind ja irgendwelche Bakterien oder Erreger drin, die ja aus der Nase rauskommen sollen, oder? Ich habe jetzt gefühlt am Tag mehr als 1000 Mal meine Nase geputzt und genießt. Also irgendwann müssen die Erreger auch mal raus sein. Ich meine, ich habe ja gefühlt alle 2 Wochen Schnupfen. Irgendwann muss ich doch mal die ganzen Schnupfbakterien, die es überhaupt gibt, auf der ganzen Welt mal na, alle gehabt haben. Was ist denn das? Achso, warte mal, müssen wir was verkaufen. Haben wir keinen Platz in meinem Inventar. Immer noch eine Kumpeline, mein Freund. Ich bin da eigentlich nicht so. Aber da ja gefühlt jetzt alle, also nicht alle. Aber Disney da. Ja, bestimmt auch im Chat dann richtig weit vorne ist. Hätte ich schon erwartet, dass sie mich als Kumpeline hier ansprechen. Wie gesagt, ich bin da eigentlich sehr entspannt. Also mir ist es egal, ob gegendert wird, ob ich bei... Nur ich bin jetzt keine Ärzte, aber wenn da irgendwie steht, alle Ärzte, dann fühle ich mich mit halt angesprochen und nicht außen vor gelassen, weil ich bin ja auch... ein Arzt an sich, so bin ich ja eine Ärztin, aber mir ist vollkommen boogie. Man muss ja nicht unnötig Probleme machen, wo keine sind. Wir haben genug andere Probleme, um die sich Leute kümmern können, außer ums Gendern, finde ich persönlich. Aber irgendwie scheinen die Probleme, die eigentlich für die Gesellschaft am wichtigsten sind, dass die halt ja, aus dem Weg geräumt werden, beziehungsweise erstmal eine Verbesserung eintritt, scheint irgendwie jedem egal zu sein, dann, ja. Muss man nur irgendwelche Apotheken umbenennen oder irgendwelche anderen Sachen gendern, damit sich alle wohl und glücklich fühlen. Wo es die Mehrheit eigentlich nicht möchte, aber die Mehrheit hat ja überhaupt kein Mitspracherecht mehr. Ja. Aber wie gesagt, ist nur meine persönliche Ansicht. Einige gab es ja auch bei Schülern, liebe Schüler und Schülerinnen. Klar, wenn man dann einfach sich das unsparen möchte, sehe ich das ja ein. Aber es ist wie mit Streamer und Streamerinnen. Also wenn, also ich bin zwar jetzt kein Streamer, aber wenn ich streamen würde, dann würde ich mich unter dem Begriff Streamer einfach mit angesprochen fühlen. Also, und ich weiß noch, als es damals ganz frisch kam, gab es auch einige Unis, die ja bei Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten, Masterarbeiten ja darauf geachtet haben, dass gegendert wird. Obwohl es ja jetzt nicht offiziell der deutschen Sprache angehört. Und haben dann Punktabzug gegeben. Ach so, ich brauche eine blaue Passionslinie. Jetzt habe ich die roten Passionslinien eingesammelt. Ja, den Punktabzug gegeben haben, wenn man nicht gegendert hat, wo man denkt, ja, also... Man hat 12 Jahre die deutsche Sprache oder 13 Jahre, je nachdem, ob man ein Fachabi oder normales Abitur gemacht hat, hat man die deutsche Sprache so gelernt, wie sie vorgesehen ist. Und dann kriegt man einen Punktabzug, nur weil man halt nicht gendert. Also da muss man sich mal den Kopf kreisen. So. Ach, haben wir eine blaue Passionslilie. Komm, die Krabbe nehmen wir auch noch mit. Allerdings wird die uns jetzt hinterhergeworfen. Da kann doch sein, dass die wirklich eher nachts rauskommen. Meine Nase, die läuft auch schon wieder. Ich hasse es. Das Schlimmste eigentlich, wenn ich mit meiner Nase putze, ich muss ja dann mein Mikrofon wieder abmachen. Ich hatte jetzt bisher 2 Folgen, wo ich das vergessen habe, oder sogar 3. Naja. So, schwarz.
Schwarz, blau. So. Auch noch eine rote Bromelie. Glaubst du wirklich, Olaf, dass sie sich darüber freuen würden? Also ich würde mich freuen, aber Mutter Grotel ist halt immer ein bisschen speziell. Man muss ja eigentlich eine Schönheitsoperation anbieten, ist ja eigentlich glücklich. Ich weiß, ich bin gemein, ich stehe dazu. Ich mag die Grotel nicht. Ich hasse die aus tiefstem Herzen. Die ist so unsympathisch. Du hast es geschafft. Du hast den Lachs und alle Blumen gefunden. Hey, wusstest du, dass manche Blumen wirklich schlecht riechen? Aber nicht diese hier. Diese riechen großartig. Das wusste ich. Wow, du weißt wirklich alles. Los, komm, lass uns Mutter Grotel ihr Geschenk geben. Ich glaube, es wird dir gefallen. Ich glaube ja nicht. Aber wir können es ja trotzdem versuchen. Guck mal, wie der läuft. Das ist so verdammt niedlich. Hallo, Mutter Grotel. Wir haben ein ganz besonderes Geschenk für dich. Roter Fisch? Warum solltest du mir rohen Fisch geben? Ach, rohen, nicht roter. Weil ich dachte, dass er dir gefallen würde. Damit kannst du dich ins Gesicht schlagen, dann kriegst du ein bisschen mehr Durchblutung ins Gesicht. Wusstest du, dass der Lachs ihre Farbe ändern und einen ausgezeichneten Geruchssinn haben? Wie schön für dich. Und jetzt geh und hör auf, mich mit nutzlosem Unsinn zu belästigen. Da kann ich nicht gleich in den Brunnen tunken. Als Maul. Ich bin überrascht, dass mein Geschenk Mutter Grotel dich glücklich gemacht hat. Ich dachte, du würdest ihr Blumen geben und gar den Lachs. Ich glaube, das ist etwas durcheinander geraten. Allerdings, jeden im Dorf glücklich zu machen, wird schwieriger, als ich dachte. Wir müssen es weiter versuchen. Du hast recht. Wir beginnen damit, diesen Strauß zu Scar zu bringen. Ich weiß nicht, ob das Scar gefallen wird. Wirklich? Diese Blumen sagen für mich ganz eindeutig König des Dschungels oder zumindest eifersüchtiger Onkel des König des Dschungels. Ich sollte Scar die Blumen bringen. Er kann ein wenig mürrisch sein, aber sag ihm, dass sie von jemandem kommt, der ihn zum Lächeln bringen will. Sicher, ich treffe dich danach in der Nähe der Brücke zur sonnigen Ebene. Oh, Miezekätzchen. Soll ich schon wieder essen? Nee, hä? Ach, da, unten. Ich muss mal kurz eine Pause machen. Ich muss mal einen Nasentropfen holen. So, ich bin wieder da. Mir fällt gerade auf, dass ich meine Augen zu habe. Egal. Ja, und das Gas ist ein bisschen weitergelaufen. Oh, ja. Also ich hoffe, die Nasentropfen helfen. Obwohl ich es eigentlich weniger glaube. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Da bist du ja. Hey, Scar, ich habe ein Geschenk für dich. Ein zerlumpter Blumenstrauß. Du warst doch sicher nicht so dumm, sie selbst für mich zu pflücken. Sie sind von Olaf. Der Gedanke zählt, richtig? Ha, gib ihm meine Wertschätzung für diese langweiligen Blumen weiter. Dann sag dieser kleinen Schneeskulptur, dass ich sie in Schneematsch verwandle, wenn sie mich noch einmal belästigt. Du darfst jetzt gehen. Ich will am liebsten mit meiner Spitzhacke hauen. So niedlich, wie er rumläuft. Und wir sind so schön. Oh, hat Scar der Strauß gefallen? Ja, auf jeden Fall. Irgendwie sagt mir, dass du nur versuchst, dass ich mich besser fühle. Das zeigt, dass du eine weiße und fürsorgliche Herrscherin bist, der die Gefühle ihrer Bürger am Herzen liegen. Ja, du hast recht. Wow, es ist wirklich schwer, manche Leute glücklich zu machen. Ich wollte dem ganzen Dorf eine Freude machen. Olaf, irgendwas passiert gerade. Ich denke, dass alles, was wir zusammen gemacht haben, eine neue Erinnerung entstehen lässt. Bis bald. Oh, das ist ja voll schön. Oder Bad, Fahrt, Schäfer, Fenster, Turmalin.
Was ist das? Was fehlt dem Dorf noch? Geschichten von dem vergessenen, was das der offizielle Geschichtenerzähler des Dorfes. Auf diese Weise habe ich dem Dorf Freunde bereitet. Es gab auch mal eine große Bühne in eisigen Höhen. Alle haben sich doch um versammelt und wir haben Theaterstücke aufgeführt. In den eisigen Höhen gibt es keine Bühne. Sie muss während des Vergessens zerstört worden sein. Oh, wie traurig. Sei nicht traurig. Wir werden eine neue Bühne bauen. Sie wird sogar noch besser sein als die alte. Werden wir das? Vielen Dank. Ich glaube, ich weiß sogar noch, wie wir die alten Bühnen gebaut haben. Das kriege ich wegen der Stimme noch Halsschmerzen. Ja, der vorher schon Halsschmerzen, aber die Welt gefühlt mit jedem Satz schlimmer. Ihr habt das Weichholz, Eisenbarren und Seil verwendet. Ich frage mich allerdings, woher wir den Vorhang hatten. Ich kenne jemanden, der uns dabei helfen könnte. Minnie, sie ist großartig in allen Arten von kreativen Dingen. Also gut, lass uns alle zusammen tragen, die Bühne aufbauen und wieder anfangen, Geschichten zu erzählen. So, kurz gucken, was sagt mein... Achso, das habe ich aus Versehen gestoppt. Aber, ich würde sagen, es ist weggerannt. Egal. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss meine Stimme ein bisschen schon meine Nase in Ordnung bringen. Und dann werden wir in der nächsten Folge mit Minnie sprechen, ihr die ganzen Sachen übergeben und dann die Bühne in den eisigen Höhen bauen, damit wieder der gute Olaf seine Geschichten erzählen kann. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge trotz meines Krankseins gefallen und dass wir in der nächsten Folge wiedersehen werden.